Wenn ihr euch Pre-Release-In-Game-Footage von Far Cry 5 reinziehen wollt, seid ihr hier richtig. Ich habe Ubisoft mal kontaktiert und nachgehakt, ob ich euch nicht auch In-Game-Content aus Far Cry 5 zeigen dürfte. Über die positive Rückantwort habe ich mich natürlich besonders gefreut. Los geht's mit dem fünften Teil der Far Cry-Serie. Ich möchte euch ein wenig Open-World-Gameplay präsentieren. Wir steigen ein in ein wenig Alpha-Footage auf einer Brücke, irgendwo in der Spielwelt. Unser neuer Protagonist steigt aus einem echten amerikanischen LKW aus und schießt erstmal drauf los. Waffen wird es in Far Cry 5 selbstverständlich genügend geben. Daneben besitzen wir auch Dynamit, um Autos und anderes in die Luft zu jagen. Das sorgt für explosive Stimmung im anarchisch angehauchten Setting. Entdecken uns wilde Tiere, kann es sein, dass diese uns oder unsere Verbündeten attackieren. Entladen wir ein Magazin einer automatischen Waffe auf die haarigen Zeitgenossen, segnet sie auch schnell das Zeitliche. Es wird ebenfalls möglich sein, Tiere mit einem Köder anzulocken. In diesem Fall erscheint ein weiterer Bär, der unsere Kollegin leider tödlich verletzt. Haben wir den Bären zur Strecke gebracht, helfen wir der gefallenen Kameradin wieder auf die Beine. Wie in den Vorgängerteilen können wir von erlegten Tieren Materialien plündern, um unsere Ausrüstung aufzuwerten. Als nächstes können wir mit bestimmten NPCs interagieren. If you're looking for a Bible quote for inspiration on how to deal with Eden's Gate, Ezekiel 9:10. So I will not look on them with pity or spare them, but I will bring down on their own heads what they have done. Nachdem ein paar Weisheiten ausgetauscht wurden, erkunden wir das Kirchgebäude ein wenig und bewundern die Detailliebe. Neben Notizen entdecken wir liebevoll im Wind schwingende Banner. Weiter geht es raus aufs Feld. Dort finden wir ein paar Gegner vor, die unsere Scharfschützen an einer strategischen Position entdeckt haben. Zum Unglück der Gegner ist die Scharfschützin zu weit entfernt und schaltet diese schnell aus. Im Anschluss wird dann der Acker fit gemacht und der Traktor benutzt. Authentische Größe und rustikales Flair machen die Felder in Far Cry 5 sehr realistisch. Auch um ein paar Gegner umzuflügen, eignet sich der Traktor bestens. Ein wenig stumpf und brutal, jedoch sehr effektiv. Nachdem das Feld bestellt wurde, gönnen wir uns ein wenig Ruhe beim Angeln. Für einige von euch sicherlich eine tolle Gelegenheit, um sich zu entspannen und vom Stress des hauptberuflichen Sektenkillers zu erholen. Haben wir einen Fisch an der Leine, lassen wir diesen noch ein wenig zappeln und begutachten das Stück dann sogleich. Sicherlich ein cooler Zeitvertreib. Bitte beachtet stets, dass es sich um Pre-Release-Footage handelt. Das waren auch schon die ersten Eindrücke des neuesten Teils der Far Cry-Serie. Wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert mich. Euer Fragnard.